Ich dreh gleich durch hier. Geil. Geil. Guck euch das an. Über München. Ich glaube, ich spinne. Sierra Landing Airbus 350 Inside. 5 von Sierra Behind Landing Airbus 350. Cross Runway. Express Hold. Leaving via Foxport. Ja, liebe Leute, ihr spielt mit dem Gedanken, die Sportpilotenlizenz zu machen und ihr habt richtig Lust darauf, jetzt über die Kontrollzone oder durch die Kontrollzone München zu fliegen, das Ganze natürlich auf Englisch und dann in Landshut zu landen und gemütlich in dem Biergarten zu chillen. Ihr habt einfach Lust, einem Ultraleichtpiloten bei seinem Hobby zuzusehen und einfach die wunderschöne Welt des Ultraleichtfliegens kennenzulernen. Ihr möchtet vom Virus Ultraleichtfliegen infiziert werden und habt einfach Bock, mich auf meinen Abenteuern zu begleiten, dann seid ihr hier auf meinem Kanal genau richtig. Und damit ein herzliches Willkommen aus dem wunderschönen Bad Waldsee zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, das heißt, ihr seid immer noch mit dabei. Wunderbar. Ihr habt also Lust und Muse, mit dabei zu sein auf unserem kleinen Abenteuer heute. Und ich werde euch auf dem Flug dahin heute ein paar Gedanken mitgeben, die meiner Meinung nach wichtig sind, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, die Sportpilotenlizenz zu machen, um euch einfach so ein bisschen den Überblick zu geben, wie läuft das Ganze denn ab, was erwartet euch und was waren so meine persönlichen Erfahrungen. Ja, liebe Leute, was ich machen würde, ist eindeutig, ich würde erstmal schauen, wo liegt denn überhaupt meine Priorität. Möchte ich den Flugschein A so schnell wie möglich fertig haben oder möchte ich ihn B so kostengünstig wie möglich fertig haben? Also beides zusammen ist schwer bis unmöglich zu erreichen, aber da würde ich schon mal schauen, wo liegt denn überhaupt meine Priorität. Denn entweder ich gehe zu einer Flugschule, da wird dann die komplette Manpower, die Priorität wird auf mich gesetzt. Ich entscheide, wann geflogen wird. Und wenn ich jeden Tag fliegen will, dann wird auch im Grunde jeden Tag geflogen. Ne? Dann geht das Ganze zack, zack, ratz, ratz. Dann habt ihr rucki-zucki euren Schein fertig. Und das Ganze kostet halt auch dementsprechend. Und ich sag mal so zwischen 8.500, maximal 9.000 Euro für die Mindestflugstunden, für die 30 Stunden. Solltet ihr ungefähr rechnen mit allem Drum und Dran, mit Theorie, mit Praxis, mit Prüfungen. So um den Daumen gepeilt. Auf der anderen Seite, ne, wenn ihr sagt, nein, ihr legt Wert auf, ihr möchtet Geld sparen, dann kann ich euch eigentlich nur einen Verein empfehlen. Da geht das Ganze dann etwas gemütlicher zu. Du bist natürlich angewiesen auf ehrenamtliche Fluglehrer. Und da kann es halt sein, dass sich die ganze Ausbildung dann über ein Jahr oder maximal 2 Jahre zieht, während du in einer Flugschule in 3, 4, 5 Monaten fertig sein kannst. Dann, wenn ihr euch entschieden habt für Flugschule oder für Verein, es ist beides gut. Ne? Also da gibt es jetzt nichts, wo man sagt, boah, macht das eine oder das andere nicht, sondern hat beides seine Daseinsberechtigung. Und müsst natürlich auch euch im Klaren sein, wenn ihr im Verein seid, da kommen natürlich dann auch die Mitgliedsgebühren dazu, die Vereinsstunden, die man leisten muss, mit dazu, um das Negative zu nennen. Ne? Das Positive ist natürlich das Vereinsleben und so, das Miteinander, ganz klar. Muss man jeder für sich selber entscheiden, was er denn machen möchte. Aber im Verein bist du, denke ich mal, bei den Kosten her, kannst du sagen, ungefähr die Hälfte von dem, was du in einer Flugschule zahlen würdest. Ja, wenn ihr euch dann entschieden habt, wo ihr den Schein gerne machen möchtet, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, einen ausgedehnten Schnupperflug zu machen. Also das bieten viele Flugschulen und Vereine an. Das ist dann so ein Flug, der dauert 1-2 Stunden. Und da wird dann nicht bloß im Kreis geflogen, sondern wirklich alles durchgespielt. Ne? Da wird dann, langsam Flug gemacht, dann wird ein steiler Kurvenflug gemacht. Da wird einfach so ein bisschen schon geübt, simuliert, was denn quasi dich später in der Ausbildung erwartet. Und was eben meiner Meinung nach auch ganz wichtig ist, dass man eben auch so ein Gefühl bekommt, dass die Chemie stimmt zwischen Fluglehrer und ja, Flugschüler. Das muss einfach passen. Ne? Und da kann man sich in so einem Flug, kann man sich dann mal schon ein bisschen drauf einstellen, wie das Ganze denn sein wird und ob man sich das dann überhaupt vorstellen kann, das Ganze. Weil mal einen kurzen Rundflug zu machen, ist halt doch was anderes, als wenn man sagt, okay, hier kriegst du auch mal einen Knüppel in die Hand, du kannst schon mal ein bisschen was ausprobieren, ob das auch wirklich für dich was ist, dieses Hobby, dieser Sport. Und wenn ihr dann eure Sache sicher seid, auf zum Fliegerarzt, und das Medical machen, ich meine, das könnt ihr auch schon davor machen, spielt keine Rolle, aber ich würde es definitiv, bevor ich den Schulungsvertrag oder den Ausbildungsvertrag unterschreibe, würde ich auf jeden Fall mein Medical in der Tasche haben. Ja, und dann kommt es eben ganz drauf an, wie so die Flugschule oder der Verein das handhabt.
Bei mir war es so, wir haben zuerst 100% die Theorie fertig gemacht. Also ich habe die Theorie in ungefähr knapp 6 Wochen habe ich die gemacht. Und das sind wir halt fast jeden Abend im Privatunterricht, bin ich dann beim Fluglehrer gesessen, daheim schön gemütlich in seiner Küche, beim Hermann, Grüße gehen raus an den Hermann. Und da haben wir dann quasi den Theorieunterricht komplett abgeschlossen gehabt. Und ich sage euch, warum es so geil war, weil in diesen, von den 6 Wochen hat es 4 Wochen lang nur durchgepisst, ohne Scheiß. Es war so ein April, wie wir dieses Jahr auch hatten, Katastrophe. Also hat sich perfekt angeboten. Dann noch die Theorieprüfung hinterher gemacht und dann war für mich das Thema Theorie gegessen. Und dann ging es eigentlich direkt schon mit dem Fliegen los. Und ich fand diesen Weg ziemlich gut, weil später, wenn ihr wirklich dann mal in dem Fliegen drin seid, dann habt ihr keinen Bock mehr, euch irgendwie mit der Theorie zu befassen, ganz ehrlich. Also bringt meiner Meinung nach die Theorie hinter euch. Und gut ist. Ja, und dann beginnt eigentlich so der richtig spannende Teil, muss man sagen. Also da hat es mich ja so mega drauf gejuckt, ne, im Leben der linken Seite zu sitzen und selber zu fliegen. Ne? Und mit einem Mal dann schwupp heißt dann, ja, erste Flugstunde geht los. Das war schon ganz verrückt, muss ich sagen. Ganz verrückt. Und ja, erstmal Platzrunden geschrubbt natürlich. Ne? Ja, nach ein paar Platzrunden ging es dann eigentlich los, oder gerade Ausflug, so navigieren, ne, anpeilen von irgendeinem Kirchturm und gucken, dass man gerade ausfliegt, Horizontbild einprägen, genau. Und Kurvenflug geht dann los, flacher Kurvenflug, steiler Kurvenflug, eben koordinierter Kurvenflug mit Seitenruder, Querruder kombiniert, ausleiten von der Kurve. Auch der Kurvenflug, sage ich mal, das fand ich ganz anspruchsvoll, den Kurvenflug. Ohne auf die Anzeige von der Instrumente zu achten, eben auch die Höhe zu halten, dass man quasi am Ende der Kurve die gleiche Höhe hat, wie man am Anfang gehabt hat. Ja, Steilkurven, auch ganz spannend, ne? So 60 Grad Bankengel, da hast du dann schon fast das Zweifache deines Körpergewichts drauf. Das ist schon auch ungewohnt, ne? Auf jeden Fall macht das auf jeden Fall auch tierisch Spaß. Ja, noch spannender ist aber der Langsamflug, ne? Also wirklich die Maschine überziehen, gerade so noch mit dem Seitenruder am Leben erhalten, ne? Da hängt man dann wirklich so drinne. Und tut quasi nur noch mit dem Seitenruder die Richtung halten. Ist auch ein ganz ungewohntes Flugbild. Ja, dann zieht man eben noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter ziehen, bis eben die Maschine entweder nach vorne kippt oder sie kippt ein bisschen seitlich ab. Ich meine, so richtig zum Trudeln bringt man ein Ultraleichtflugzeug eh nicht, zumindest eine C-42 nicht. Jetzt fliegt man ja gerade über die Kontrollzone Memming, da steht ein A400M da unten, kann das sein? Ja, der gesamte Flug heute wird so circa 1 Stunde 45 dauern bis nach Landshut. Und da werden wir aussteigen, da werden wir dann schön in den Biergarten laufen, werden uns da was zum Essen holen, schönen Nachmittag verbringen und heimzu werden wir dann direkt an der Kontrollzone vorbeifliegen, wieder nach Bad Waldsee. Und ich hole euch jetzt wieder mit dazu, wenn wir dann quasi in die Kontrollzone reinfliegen auf Englisch. Ich bin da jetzt schon nervös, muss ich euch echt sagen. Bei München ist halt nochmal ein ganz anderes Kaliber, da musst du glaube ich auch switchen, ich habe es nur alles notiert. Zwischen Tower Nord und Tower Süd, wir fliegen ja von Süden nach Norden hoch und da hast du diese 2 Runways und das wird auf jeden Fall schon ziemlich spannend werden, muss ich sagen. Jawohl, da geht es schon so ein bisschen, da geht der Stift, aber sollte kein Problem sein, freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Oderle, Leute, jetzt sind wir gleich kurz vor 5 Minuten Meldung. Hotel One ist unser erster Pflichtmeldepunkt quasi. Und jetzt können wir die langsam mal rufen, die Kollegen. Da ist ganz schön was los an dem Flugplatz, scheiße, ich trau mich gar nicht. München Tower, Delta Mike Solo Uniform Sierra, hallo. Delta Mike Solo Uniform Sierra, Charlie 42 Micro Light, 1 BOB, VFR to Landshut, 5 minutes south of Hotel One, 3000 feet for CTR crossing. Q&H 10021, runway 08 active and enter control zone via Hotel below 3000 feet. So, also wir sollen über Hotel einfliegen, das heißt mein nächster Pflichtmeldepunkt ist Hotel 1. Er hat uns nicht direkt freigegeben zum Hotel 2 zu fliegen, das heißt wir halten uns an die Pflichtmeldepunkte und wir sollen below 3000 Fuß sein. Also werden wir schön tief gehen, haha, jawohl, so wollen wir das. Das heißt, wir gehen auf 2500 Fuß, das sind aber dann genau 1000 Fuß über Grund.
Ja, also tiefer wäre... Manager Charlie Lima, Wind 070, Zero Dix. Hier Sierra Squawk 4401. Delta Uniform Sierra Hotel 1, 2800 feet. Alter, total mulmiges Gefühl, du. Wenn ich guck, ich bin jetzt gar nicht mehr weit weg, noch 2 Kilometer von der Runway, man sieht alles. Ja, hallo, das ist aber mein. Dann landen die übelsten Maschinen direkt vor einem. Über One Mike, Servus. Man ballert halt einfach direkt drauf zu, obwohl es vor einem abgeht, du Alter. Uniform Sierra Proceed Inbound Tower. Uniform Sierra Standing by of Crossing Northern Runway. Uniform Sierra 118 SMS 705. Switching Tower Delta Mike Zulu Uniform Sierra, hello. Uniform Sierra, stay clear of Northern Runway, thank you. Oh geil, jetzt können wir über dem Infield, können wir jetzt reisen. Ich glaube, ich spinne. Ich drehe gleich durch hier. Geil. Geil. Guckt euch das an. Über München. Ich glaube, ich spinne. 5 Sierra Landing Airbus 350 Inside. 5 Sierra Behind Landing Airbus 350. Cross Runway. At Threshold. Leaving via Foxport. Uniform Sierra Foxtrot 2, 3000 feet. Uniform Sierra Puff Delivery, gut, danke für den Service, ciao. Todale, geil, geil. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich muss das nachher nochmal genau anhören. Ich glaube, ich habe so viel verkackt, ich weiß es gar nicht. Aber die hat so viel gelabert auf mich. Das war echt viel. Also da ist Stuttgart und Memmingen und Friedrichshafen ja ein Scheiß dagegen, ganz ehrlich. Eieiei. Landshut Radio, Delta Mike Zulu, Uniform Sierra, hallo. Mike Zulu, Uniform Sierra, Landshut Radio, hallo. Delta Mike Zulu, Uniform Sierra, eine C42, eine Person aus Echo Delta Mike Zulu, 5 Minuten südwestlich vom Platz zur Landung, bitte. Delta Mike Zulu, Uniform Sierra, werte Landerichtung 07 QNH 1021. Delta Uniform Sierra, dreht in den Queranflug, Piste 07. Delta Uniform Sierra, verstanden. Centerline, Centerline, jawohl. Wir fangen nicht zu früh ab. Schweben aus, wir schweben. Zack, jawohl, das war eine Landung, du komm hier. Okay, ein herzliches Willkommen hier aus Landshut, jawohl, sehr geil. Ja, Leute, Biergarten Eller Mühler heißt das, glaube ich. Ja. Ey, was ist denn das für ein geiler Laden hier? Richtig schön gelegen, mitten in der Natur, direkt am Flugplatz. Ab und zu bummelt hier mal so eine Echo oder ein OL vorbei. Kannst du am Selbstbedienungstresen, kannst du dir aussuchen, was du willst. Vom Schweinshaxen bis hier Pommes, Kartoffelsalat und normalen Salat. Alles dabei. Echt schön hier. Über die Kontrollzone München, ich kann es euch sagen. Alter. Ich war geflasht, ich glaube, ich weiß gar nicht, ich muss mal meinen Gesichtsausdruck mehr angucken. Aber ich glaube, ich war da in Schockstarre. Das war zu viel, das war too much. Ich meine, ich bin beruflich von dem Flughafen, ich weiß gar nicht, 8 Jahre lang jede Woche weggeflogen. Und ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich da mit meinem eigenen Flugzeug mal selber zwischen den 2 Runways, ja, quasi warten muss, bis die Nordbahn wieder frei ist. Ein 360 über dem Tower gedreht. Da muss man erst mal drauf klarkommen. Ja Leute, ihr wisst, was das heißt. Der Wind kommt aus Osten. Wir fliegen jetzt genau Richtung Westen. Das heißt, wir werden angeschoben wie Sau. Das heißt, die Karre wird abgehen. Weil hinzu hat man auch so 20 km/h Gegenwind rum. Hat man schon gemerkt. Aber dafür wird es jetzt
Kontakt. Ja, und wenn ihr dann alle diese praktischen Bestandteile, sage ich mal, durchgenommen habt und der Fluglehrer ist der Meinung, dass ihr fit seid, ja, was kommt dann? Könnt ihr euch denken? Dann kommt quasi eine Art Überprüfungsflug. Das heißt, bei mir war es so, dann kam ein mir fremder Fluglehrer, kam an den Platz und hat quasi einen Überprüfungsflug mit mir gemacht. Einfach nochmal zum Schauen, ist denn der Alex auch wirklich fit für den ersten Soloflug, dass das Ganze unabhängig von dem zweiten Lehrer eben nochmal begutachtet wird. Finde ich eine gute Sache. Wenn er sein Okay gibt, dann war es bei mir eigentlich so, dass einen Tag später ich meinen ersten Soloflug hatte. Das ging eigentlich bei mir alles recht schnell, weil wir sind eigentlich dann fast jeden Tag geflogen. Und deswegen war ich eben auch froh, dass ich vorneweg mich komplett mit der Theorie befasst habe, weil wenn du die Theorie nicht abgeschlossen hast, die Prüfung, dann darfst du eben auch nicht deinen ersten Soloflug machen. Und da hast du dann keinen Bock mehr drauf. Wenn du kurz vor dem Solo bist, der Fluglehrer sagt, du bist ready für ein Solo und dann weißt du, aber du musst noch Theoriestunden schrubben und deine Prüfung noch machen. Bah, nee, da hatte ich keinen Bock drauf. Deswegen war ich richtig froh, dass der Fluglehrer den Weg gewählt hat. Theorie zuerst und dann fertig. Ja, und nach den ersten Solo-Platzrunden, ja, kam dann auch schon wieder der Fluglehrer mit an Bord. Weil dann gilt es nämlich, ihr braucht 2 Überlandflüge mit je 200 Kilometer und Zwischenlandung mit dem Fluglehrer. Und hier wird natürlich nochmal alles von euch gefordert, ne, bei der Prüfung. Da ist Auge um Auge, Zahn um Zahn, den kleinste Fehler und ihr seid raus, gnadenlos. Natürlich nicht. Hab euch erwischt. Nee, Quatsch. Auch eigentlich total entspannt, die Prüfung. Ne, also ich kenn's halt so, ihr werdet nicht zugelassen zu einer Prüfung, wenn auch der Prüfer, also der Lehrer, nicht 100% der Meinung ist, dass ihr das schaffen könnt. Also da gibt's überhaupt keine Angst davor zu haben. Nervös, ja klar, bist du nervös sein, war ich auch immer bocknervös, ich habe mich eingeschissen, das könnt ihr nicht glauben. Aber eigentlich total unbegründet. Danach bestandener Prüfung dann, oh, Chapeau, gibt's erstmal Landebier, jawohl. Wird der ganze Kram wieder eingeschickt zum DULF oder DAEC, je nachdem wo ihr seid. Und dann bekommt ihr ein paar Tage später eure Fluglizenz zugeschickt, jawohl, dann seid ihr quasi freiwillig, dann könnt ihr tun und lassen, was ihr möchtet. Aber was fehlt natürlich? Ihr dürft zu dem jetzigen Zeitpunkt noch niemanden mitnehmen. Na, ihr dürft immer nur alleine fliegen, weil was ihr braucht, ist eine Passagierberechtigung. Und da musst du dann nochmal, glaube ich, 2-mal mit dem Fluglehrer 200 Kilometer Überlandflüge mit Zwischenlandung machen. Ja, und ihr wollt ja dann bestimmt auch irgendwann mal auf kontrollierten Flugplätzen landen. Wollt mal, so wie wir heute, durch die Kontrollzone in München fliegen oder auch mal ins Ausland fliegen. Dann braucht ihr natürlich auch ein Sprechfunkzeugnis. Dann gibt es das BZF1. Und das BZF2. Und ja, die unterscheiden sich im Grunde nur von der Sprache her. Das BZF1 ist eben in der deutschen und englischen Sprache und das BZF2 nur in der deutschen Sprache. Das heißt, wenn ihr auch vorhabt, ins Ausland zu fliegen, dann macht gleich das BZF1 in Englisch mit. Wenn ihr in Englisch halbwegs fit seid, ihr müsst keine Masterminds sein, halbwegs fit sein in Englisch, das reicht schon. Die Phrasologien, die kannst du dir einprägen, die kannst du lernen, die kannst du dir merken. Du musst da keinen großen Smalltalk halten. Und ihr macht gleich das Englische mit, meine Erfahrung. Ja, wenn ihr das alles habt, dann seid ihr eigentlich am Olymp des Ultraleichtfliegens angekommen, ne? Mehr kannst du im Ultraleichtfliegen eigentlich nicht erreichen, ne? Und ist doch eine feine Sache. Dann habt ihr alles, was ihr braucht, um wirklich, sag ich mal, glücklich zu werden, ne? Mehr ist dazu nicht. Und ich werde halt öfters gefragt, boah, Alex, wie ist denn das? Ist das schwierig, die Sportpilotenlizenz zu machen? Also eine ganz schwierige Frage, muss ich euch sagen, weil ich meine, ich bin kein Genie, muss ich euch sagen. Ich bin kein Mastermind, ne? Ich gehöre nicht zu den Wirtschaftsweisen. Ich bin ein kleiner Junge aus dem Allgäu, der in einem kleinen Dorf wohnt, wo fast so viele Kühe wie Einwohner hat. Und ich habe es geschafft, ne? Also die Theorie, man muss schon sagen, die Theorie, man muss es lernen, ja, klar. Also geschenkt kriegst du das definitiv nicht, du musst dich da hinsetzen, du musst es lernen. Aber es ist nichts, was man nicht machen könnte. Ein bisschen fleißig muss man schon sein. Und du musst es ja nicht mit 100% bestehen. Aber ein bisschen was dafür tun muss man schon. Aber es ist absolut machbar.
herzlich willkommen hier zurück in Bad Waldsee. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, ein paar Informationen gebracht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut, Servus und Ciao.